Bau 4 Kisten, dann machen wir das später weiter. Und das sieht alles total hässlich und durcheinander aus, aber das kann ich erstmal nicht ändern. Oh, du bist immer noch bei 15.0. Das ist sehr gut. Ich glaube, der hat bei 15.8 oder so angefangen. Ja, und auch hier bräuchten wir theoretisch mehr. Wir brauchen mehr. Alles. Brich die mal kurz ab. Forschung muss kurz warten. Und hol von hier unten Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ja, sehr gut. Ganz viele Kohle. Achso, hier braucht gar nichts für Kohle. Genau, du solltest weg. Dafür sollte da eine Kiste hin. Und von der Kiste machen die Ärmchen das dann in den Schmelzofen. Und von dem Schmelzofen hier eine Kiste. Und jetzt bräuchten wir theoretisch noch einen zweiten Schmelzofen für da oben. Und einen dritten eventuell noch hier hin. Dafür bräuchte ich allerdings diese seltenen Erden. Die würde ich ganz gerne aber automatisch abbauen, weil von Hand dauert das ewig. Also gehen wir hier hoch. Da lang. Da lang. So. Baum weg. Baum weg. Ich hätte gern einen elektrischen Drill. Damit ich nicht jedes Mal wegen der Kohle hier hochlaufen muss. So, kurz ein paar Punkte verteilen. Ich hätte gerne... Ich hätte eigentlich echt gerne mehr Tage. Klingt jetzt komisch, aber... Farming-Bonus, Crafting-Bonus... Machen wir ein bisschen was von allem und... Achso, habe ich keine Punkte mehr. So, Upgrade Tool, Upgrade Armor, Upgrade Bow. Da wir jetzt weder die Pfeile benutzen... Na doch, ich würde die Pfeile ganz gerne benutzen. Ich upgrade mal den Bow. Bist du jetzt bei 8? Immer noch Damage 7,5. Shooting Speed 0,3 pro Sekunde. Also alle 3 noch was Sekunden können einmal schießen. Ah, okay. Ja, gut. Raus hier. Drill ist fertig. Drill ist fertig. Setz Drill bitte hier hin. Ich hätte gerne... Ah, okay. Danke. Was brauchen wir dafür noch? Eisenplatten und Rare Magnet. Ja, sonst nichts. Krass. Okay. Äxte machen hier nebenbei. So, ich sollte gleich noch einen Drill bauen. Hm? Ja, hol mal Eisenplatten. Also wir brauchen definitiv viel, viel, viel mehr Eisen. Das werden wir hier nicht herbekommen. Also müsste ich theoretisch jetzt so viel Munition herstellen, dass ich die Basis da oben zerstören kann. Müsste nebenbei auch schön Tränke machen. Weil wir sonst zur Forschung gar nicht bekommen. Du, da, du, da. So, ihr. Du hast jetzt hier mal eine Kiste. Noch mehr Kisten. So, da rein lege ich. Ich hätte gerne, dass du Tränke herstellst. Ne, dass du Zahnräder herstellst. Zahnräder. Zahnräder. Nein, das würden wir nicht gerne erforschen. Ich würde gerne... Bullet Damage erforschen. Oh, ein Rescue Ranger. Nanomaschinenkanister. Piercing Rounds. Den bräuchte ich grüne Tränke für. Mach erstmal bitte Mining Drill Research. Nein, brauche viel zu abgefahrenes Zeug. Auch Stahl, das wir inzwischen herstellen könnten. Wobei, die haben uns jetzt schon fast keinen Schaden gemacht. Also nein. Oil Processing. Water Cleaning, brauche ich die grünen Tränke. Was bist du? Clean Power Infrastructure. Oh, Solar Panels.
Da. 60 Kilowatt. Das ist wenig. Aber das habe ich bei den anderen auch immer gesagt. Und am Ende hatten wir doch alles mit Solarenergie. Die nächste Stufe macht schon mal 150. 375. Was ist ein Green Beacon? A very long range beacon that can only reduce pollution using iron conduits. Das ist ein Stromaufsauger. Ah, hier geht's weiter. Ja, das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie viel Ressourcen so ein Iron Conduit braucht oder ein Electronic Logic Board. Das ist schon mal teuer. Aber ja, ist auch die höchste Stufe, das ist verständlich. Ich warte erstmal kurz. Schmeiß da schon ein bisschen was rein, dann ist gut. Du, komm mit. Davon könnten wir jetzt übrigens richtig viele aufbauen, kann das sein? Ja. Also Strom scheint echt nicht so das Problem zu sein. Setzt hier mal hinten dran und gucken, ob wir es hier in Reihe schalten können. Also theoretisch könnten wir dann ganz viel Strom machen und mit ganz viel Strom ganz viele Erze und mit ganz vielen Erzen wieder ganz viel anderes Zeug. Hört sich zumindest danach an. Ob das jetzt wirklich so ist? Keine Ahnung. So, machen wir erstmal hier nach und nach ein bisschen was an Automatisierung. Warum habe ich eine Primary und eine Secondary? Schmarrn. Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. So, du bekommst bitte Stein. Und du stellst nur her Steinzahnräder. Du bekommst bitte Eisen. Und stellst bitte her Eisenzahnräder. So, damit ich die beiden Sachen schon mal habe. Automatisiert habe, in Anführungszeichen. Tränke brauchen. Ja, nur die Kupferplatten noch. Ja, gut, dann hätte ich gerne mehr Drills. Dafür brauche ich mehr Eisen. Das hole ich gleich mal ab. Warte, ich mache erstmal einen Abstecher zu dem seltenen Erde-Ding, dass ich eventuell ein, zwei Schmelzöfen bauen kann. Oh, sehr gut. Das ging schneller, als ich dachte. Dann bau bitte, sobald du das Eisen hast, die Schmelzöfen. Da. So, Schmelzöfen. Die können hier mit rein. Schmelzofen. Dahin. Ärmchen. Achso. Stopp. Schmelzofen. Dahin. Ärmchen. Dahin. Oh, 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 oh. Haha. Ja, Entschuldigung. Aber es sieht schick aus. Es hat was. Gut, also die beiden müssten jetzt eigentlich damit hinterherkommen, was er hier ausspuckt. Zumal das ja auch immer weniger wird. Das ist also soweit okay. Das Ganze sollten wir beim Kupfer auch noch machen. Eck. Ja, Kupfer haben wir echt kein Problem. Stell bitte her. Magazine. Ich würde die Basis da oben nämlich ganz gerne wegmachen, damit wir da hinsiedeln können. Naja, wobei, ich nimm mal die mit. Ihr seid alle am Arbeiten, nimm den da auch mit und stell mal hier ganz viele Forschungstränke her, während ich unterwegs bin. Und ich schaue mich weiter um. Warum dampft das so Kohle? So. Ich schaue mich weiter um nach einem möglichen Platz, wo wir siedeln können quasi. Weil das hier ist ja alles erstmal nur, um die Grundlagen aufzubauen. General Level, Explore Level. Ja, ist okay. Was bist du? Quarz. Also Quarz ist doch nicht so selten, wie ich dachte. Hier ist ein Unicom-Chunk. Da sind immer noch Smarties. Tungstenohr sieht auch anders aus. Schönes Kohlefeld. Riesiges Goldfeld.
Komm schon, ich hätte gerne ein riesiges Eisenfeld und daneben ein Kupferfeld und daneben ein Kohlefeld. Ist das zu viel verlangt? Ja, eigentlich schon. Ist wieder Tin. Hier ist ein schönes mittelprächtiges Kupferfeld. Da ist Galena. Das ist eine Mischung aus Blei und irgendwas, oder? Tin. Hier wäre schon mal eine schöne natürliche Mauer Richtung Süden durch das Meer. Was bist du? Zink. Zink ist richtig schön knallerhellblau. Nicht Kobalt. Kobaltit. Und Rutilit. Oder sehe ich. Da ist irgendwo ein Spawner. Da ist ein Spawner, ja. Spitter-Spawner sogar. Oh, ja. Das ist eine große Basis. Und das ist das Problem. Je weiter ich jetzt wegkomme, desto mehr Basen werden auch um einen herum sein. Und das ist nicht so schön. Ich bin fast in der Versuchung, nochmal neu zu starten. Weil ich habe jetzt schon so viel Zeit damit verschwendet, rauszufinden, wie die Dinge funktionieren. Das ist ein sehr mächtiges Kupferfeld. Da wäre Silber, Quarz. Oh, das wollte ich gar nicht. Dann kann ich ein bisschen Bogen fingern. Da ist ein Unicom-Feld auf der Insel. Da ist die nächste Basis. Da ist die nächste Basis. Viecher regenerieren schneller als ich. Boah, da ist die nächste Riesenbasis. Lenny, ich sollte einen Bogen machen Richtung nach Hause. Hier wäre Eisenerz, ja, bei den ganzen Würmern. Ist okay. Bogen ziehen, Bogen ziehen, Bogen ziehen. Ich habe die nächste Gruppe getriggert. Hol mal die MG raus. Genau, dann sammeln die ganzen Leichen auf. Was ist das? Tinor. Ja, nee, ich muss zurück. Hier ist viel zu viel los hier und es bringt gar nichts. Und ich bin immer noch schön am Tränke produzieren. Okay. Wir kriegen auch gute Erfahrungspunkte anscheinend. Ja. Wobei ich das vielleicht mal durchticken lassen sollte zur dritten Stufe. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes bei. Ja, eine Mine kaufen. Was für eine Mine auch immer. So, jetzt laufen wir im Dunkeln zwischen Alien-Basen durch. Ja, wirklich durch. Im ganzen Blut war noch irgendwas am Leben. Ein Charge. Oh. Ja, da war noch eine Basis. Ich hab nicht mehr so viele Magazine. Einsammeln, weg. Weg, 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 weg. Was auch immer dieses Charge-Ding da gerade. Ah, da ist die nächste Basis. Da. Ne. Also ich muss mich wohl damit abfinden, dass ich nur so ein kleines Eisenfeld habe. Und dann komplett mit diesen. Wie heißen die Dinger? Replikatoren. Genau. Star Trek. Replikatoren arbeiten. Und dann später halt den Außenposten da claimen für Eisen. Aber ich krieg den jetzt mit dem Bogen nicht kaputt. Das kann mir knicken. Ach, mit den 22 Magazinen hier nicht. Und hol mal so eine Termitenameise. Ich will mal gucken, wie die funktioniert. Also, sobald es wieder hell wird. By the way, mach mal hell. Danke. Das heißt, beim nächsten Tag, wird es länger Tag oder so. So, Termitenameise? Noch nicht. Sollte ich wahrscheinlich eh auch bei meiner Basis in der Nähe machen, damit ich da besser bauen kann. Oh. Ah, schon wieder eine Basis. Ich muss hier unten irgendwo hin. Ich hätte vielleicht das Startgebiet größer stellen sollen. Aber ich hatte ja gesagt, ich wollte es so haben, wie die normalen Einstellungen sind.
Die Modmacher werden sich da schon was bei gedacht haben, hoffentlich. Mal gucken. So, wo bin ich? Da bin ich. Wo will ich hin? Zu dem mickrigsten Eisenfeld aller Zeiten. Genau da will ich hin. Warte mal. Ich guck gerade, wie wir unsere Basis so ungefähr aufbauen könnten. Hier unten wäre eigentlich... Ich kann die Farben nicht auseinanderhalten. Das ist das Eisen, ne? Das hier? Na, gucken wir später. Runter zum mickrigsten Eisenfeld. Das Wasser muss ja alles weg. So, was haben wir hier? Ach genau, die seltenen Erden. Da haben wir inzwischen schon ziemlich viel von. Das ist gut. Da, wie viel Eisen haben wir? Ja, was bist du runter? Auf 14,4. Das geht sogar noch. Yield 100%. Mal gucken, auf wie viel das runtergeht später. Aber trotzdem wird es zu wenig sein. So, wir haben kaum noch Strom. Das ist nicht gut. Mach einfach mal Steuerung, Steuerung, Steuerung. Gut, Strom ist da. Dann kriegst du Tränke und forsch mal was. Und zwar forsch bitte... Ja, Licht. Gut. Du machst echt zu wenig. Na gut, wenn wir mehrere davon haben... Nee, ist immer noch zu wenig. Menno. Ich glaube, ich baue die mal auf. Mach mal so, so. So, und ihr macht einfach alle Eisen. Wie sieht es denn mit dem Strom aus? Immer noch okay. Ja, dann hole ich halt regelmäßig hier von Eisen ab und bringe es nach da oben. Später auch mit dem Fließband ruhig, aber jetzt ist es erstmal okay. Kupfer abholen. Und dann weiter automatisieren, ja. Bauen wir hier die Schmelzdinger, davon ganz viele. Und noch ein Drill mehr. Noch ein paar Fabriken. Und mehr Strommasten. So, das lasse ich jetzt mal durchrödeln. In dem Crafting-Ding da unten. Und was machen wir jetzt in den nächsten Folgen? Bisher ist mir das alles zu chaotisch. Aber es widerstrebt mir ein wenig, jetzt hier überall Fabriken aufzubauen, wenn ich eh noch nicht weiß, ob ich hier bleibe und. Ja, schwierig. Das hier unten würde sich sehr anbieten, dass wir die Basis eigentlich hier unten irgendwo haben und dann nach und nach uns hier sowas abschneiden, dass wir nur eine lange Mauer nach oben haben und unten halt überall Wasser. Das klingt echt gut. Das heißt, hier wäre unsere Ostmauer, wo ich jetzt gerade alles aufbaue. Das heißt, ich verlage das Ganze einfach ein bisschen weiter nach da und dann passt das schon. Das heißt, ich könnte die ganzen Automatisierungssachen Richtung hier unten schieben. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, irgendwelche Automatisierungsfabriken zu bauen oder dergleichen, kommt das alles einfach nach hier unten. Deswegen mache ich hier auch schon mal Stromversorgung hin. Du bist wichtig, du machst Steine. So. Ja, das klingt gut. Bessere Schmelzöfen? Bräuchten wir grüne Tränke für? Nein. Bessere Solarpanels? Nee, ich denke nicht. Ich denke, mit diesen Yukon-Sachen, da kommen wir schon ganz gut klar. Mach bitte hier Bullet Damage. Solange bis unser Bogenstärke noch ist. Ja, aber das klingt gut. Das heißt, in den nächsten Folgen werden wir nach und nach die Sachen hier umbauen, dass die Stromversorgung dann innerhalb unserer zukünftigen Basis ist. Einfach hier am Wasser lang. Das wird ein bisschen komisch aussehen. Wobei ich ja die Stromversorgung selber irgendwo zentral hinbauen kann und dann nur hier am Wasser lang die Pumpen. Ja, das gefällt mir, glaube ich, besser. Das heißt, wir machen dann... Ich suche eigentlich gerade eine schön gerade Strecke. Die werde ich nicht finden. Doch da... Da unten machen wir mal Pumpen hin, mehrere. Die führen hier nach oben. Hier kommt dann später eine Kläranlage hin zu sauberem Wasser und hinter dem sauberen Wasser ganz viele Kraftwerke.
ich muss allgemein auch nochmal gucken, was es sonst noch für Kraftwerke gibt. Also Anfang der nächsten Folge ein bisschen Tick-Tree durchstöbern und die ganz normalen Bausachen hier, was es dann noch so alles gibt. Zum Beispiel das da, Sun-Powered Sterling. Der braucht dann kein Treibstoff, keine Kohle. Macht aber auch nur 75 Kilowatt. Ja. Steam Turbine. Ja, nächste Folge machen wir das denn nicht. Ich tapp mich dabei schon, dass ich jetzt die ganze Zeit weiterspielen will, aber ich brauche eigentlich ein Käffchen. Also bis gleich.